Ein herzliches Willkommen zum Garderundgang im Mai. Ich nehme euch heute wieder mit und zeige euch, was wächst und was nicht gewachsen ist seit dem letzten Gartenrundgang. Und ich würde sagen, wir fangen gleich wieder hier vorne an. Und ja, was ist hier was? Hier fange ich an. Hier seht ihr, habe ich Hackschnitzel hingetan. Hier eine Latte davor geschraubt. Ist zwar provisorisch. Aber ich sage immer, für mich reicht's. Wem es nicht gefällt, muss er nicht herkommen. So, und weiter geht's hier zu der Erdbeeren. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie groß die waren, wie ich sie beim ersten Gartenrundgang gefilmt habe? Richtig geil, oder? Guckt doch mal. Richtig schön, nur Erdbeeren. So, gehen wir mal hier rüber. Hier habe ich Rosmarin hingepflanzt. Konnte ich im Gartensender nicht widerstehen. Und ich finde, so sieht die Ecke schon nochmal viel schöner aus. Ja, wie, oh, guck mal hier, Holzfällkorb. Wie vorher. Also ich würde sagen, so sieht die Ecke schon nochmal schöner aus. So, dann geht es immer weiter. Ja, die Kirschblüte ist auch mittlerweile durch. Hier bilden sich langsam die Kirschen. Also wir haben ja gerade die Eisheiligen, wir sind ja mittendrin und ich glaube, dieses Jahr haben wir wieder ein bisschen Glück mit den Kirschen. So. Und wie auch schon beim letzten Mal, verbritzel ich euch ein bisschen was. Jetzt gehen wir wieder hier hin lang. Mein Holz sitzt immer noch hier hin. Hat sich nichts verändert. Ich mache mal einen kurzen Schwenker. Da sitzt es noch. Da meine Steine, die ich ab und zu brauche, um was abzudecken. Meine Wassertanks. Ne? Hier habe ich gerade heute Mittag noch umgepumpt nach hinten in die anderen. Und ich würde sagen, wir gehen mal hierher, oder? So, die Frühjahrsblüte ist durch. Hier habe ich jetzt mal grob drüber gemäht, dass das alles wieder weg ist. Und ja, fangen wir bei der Erdbeeren an. Hier seht ihr, die sind auch wunderbar gekommen. Gemulcht habe ich mit Rasenschnitt. Ne, die Pflanzen könnt ihr ganz gut erkennen, da glaube ich. Könnt ihr euch noch erinnern, wie ich gesagt habe, mit Karotte hatte ich nie Glück. Ich glaube, die Pechsträhne verfolgt mich weiterhin bei der Karotte. Ja, ist eigentlich ein Trauerspiel, was ich hier so sehe. Also was von meinen drei Reihen aufgelaufen ist, kann ich glaube ich an einer Hand abzählen. Traurig eigentlich. Schaut mal. Unkraut. Hier und da sind noch mal ein paar Pflänzchen zu sehen. Aber leider nicht so wie bei den Erbsen. Ja. Wie ihr eben schon gehört habt, wir sind ja mitten in den Eisheiligen. Ich habe hier die Zwiebeln abgedeckt und ich würde sagen, die werden wir jetzt mal wieder ins Freie entlassen. Dann stelle ich euch jetzt mal kurz hin. Zack. Und weiter geht's. Also ich muss sagen, ich bin von dem Vlies eigentlich echt positiv überrascht. Im Gewächshaus, wie ich die Kohlrabis alle angesät habe, nichts kaputt gefroren. Und jetzt hier bei den Eisheiligen hatte ich auch keine Probleme und ich glaube, ich kann sagen, es ist nicht so hart gekommen wie gedacht. Also die Temperaturen haben alle Pflanzen eigentlich gut überlebt. Gut, die Kartoffeln, ja, sind so oder so immer ein bisschen pingelig in der ganzen Frostgeschichte. Aber ich muss sagen, bei den Zwiebeln war nichts zu sehen, da sie irgendwie
Frost abbekommen haben. So, jetzt habe ich das Vlies erstmal runter gemacht. Jetzt kontrolliere ich erstmal alles, wie es halt so ist. Man guckt immer nach seinen Pflänzchen. Das mache ich immer so. Jetzt war er dabei, wie ich die Zwiebel abgedeckt habe. Jetzt geht es auch direkt weiter. Hier habe ich einen Kürbis hingesetzt. Für eine gute Freundin von mir. Für die Kinder zum Halloween ausschnitzen. Falls es jetzt doch nochmal so kalt werden sollte, ich habe genug Samen, um es neu auszusehen. Hi, grüß dich. Auch die Spaziergänger werden freundlich begrüßt. Ist ja ganz klar. Also die Zwiebeln sind schon richtig gut, finde ich, richtig gut gewachsen. Beim letzten Gatterungsgang sind sie mir ja noch spazieren getragen worden. Ne? Und wenn man jetzt mal so schaut, ja, die machen sich. So, hier dazwischen habe ich jetzt Salat. Ne? Alles natürlich gemulcht. Ne? Aber ich sehe gerade, da müsste mal ein bisschen Unkraut weg. Das Zeug, das ist so lästig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn man da nicht hinterher ist. Und ja, ich weiß, normal müsste ich sie mit der Wurzel rausholen und nicht nur abzipfen oben. Aber ich finde, durch den Mulch kommt da gar nicht mehr so viel Unkraut raus. Natürlich gucke ich auch beim Rasenmulch, wenn irgendwas stark verschimmelt ist. Ja, da scheiden sich die Geister, ob ich da jetzt reagieren soll oder nicht. Den Mulch, den lockere ich jetzt noch mal ein bisschen auf, damit das schön trocken wird. Derweil, es hat ja drauf geregnet und ich möchte nicht, dass es unter schimmelt. Ich finde, die Salate, die jetzt hier vorne, die ihr im Bild seht, das waren ja die Salate, die sich überhaupt nicht schön gemacht haben bei der Aussaat. Jetzt muss ich aber mittlerweile sagen, die sind richtig schön geworden. Also sie haben sich schön entwickelt, muss ich sagen. So, zum Runterkommen liebe ich die Arbeit einfach. Einfach nochmal in der Gatte gehen, ein bisschen rumrose und einfach nur nichts denkend irgendwas tun. Die Kartoffel habe ich hinten ein bisschen abgedeckt, auch wegen den Eisheiligen. Die werde ich jetzt auch erstmal wieder befreien. So, dazu muss ich jetzt aber sagen, macht es nicht. Ihr werdet gleich sehen, warum. Macht es nicht, deckt sie nicht mit so einer Folie ab, die Kartoffeln. Ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen, wie ich gesehen habe, wie die aussehen. Durch die Folie gärt das Gras darunter wie Silage. Übrigens,
Viele liebe Grüße gehen an die Frau Fischer raus. Die hat mir die ganzen Tipps gegeben. Die Videos sind ja keine Lehrvideos. So musst du es machen, sondern so mache ich es. Hier sieht man jetzt in dem Videoabschnitt, dass es nicht perfekt ist, dass ich kein allwissende Latveria-Hannes bin. Ich lerne aus meinen Fehlern und mache es beim nächsten Mal besser. Also, wenn ihr jetzt meinen Gesichtsausdruck sehen könnt, denke ich mir gerade, heilige Scheiße, Entschuldigung, für diesen Ausdruck, was hast du jetzt gemacht? Ich bin instinktiv mit der Gabel hin und hab's umgedreht und es war alles schimmelig drunter. Aber auch wirklich alles. Ich habe dann den Entschluss gezogen, erstmal komplett alles zu entfernen. Sprich, den ganzen Grasschnitt kommt runter. Und das lasse ich jetzt alles mal ein bisschen schneller laufen, weil ich habe sehr viel und sehr oft geflucht. Also das, was ich schon befürchtet hatte, ist jetzt gekommen. Das Mulchmaterial war noch zu feucht. Dann hat es, was heißt, es war noch zu feucht. Ich habe zu früh, ich weiß gar nicht, wie soll ich es erklären. Also es kam jetzt so, wie ich befürchtet hatte. Ich habe gemulcht und es hat drauf geregnet. Ist nicht gut. Ist gar nicht gut eigentlich. Das ärgert mich. Ich habe eben schon bei den Zwiebeln schon gedacht. Hi. Aber hier war ein Kartoffel. Naja, gut. Also, merkt euch. Niemals zu dick mulch. Punkt 1. Punkt 2. Niemals mulche, wenn ihr wisst, über Mäue regnet's. Und Punkt 3, sowas ist mir noch nicht passiert. Also ich bin ganz ehrlich, boah, wie ich das jetzt eben gerade gesehen habe, war mir schon ein bisschen schlecht geworden. Bei den Kohlrabis, ich bin ganz ehrlich, Leute, lasse ich es jetzt, da lasse ich es drauf ankommen. Kartoffeln waren mir wichtiger, ganz ehrlich, weil Kohlrabis habe ich noch 2 ganze Platten vorgesät. Aber hier könnt ihr nochmal drüber gucken. Boi. Leute, was warum ist gerade schlecht geworden? Ich glaube, ich nenne den Titel Pleitenpech im Pannengartenrundgang 2020 im Mai. Boah. Ja. Der ganze Mulch hier. Findet man jetzt gerade mal ein Stück, was schimmelig ist. Also richtig feucht. Das riecht auch schlecht. Also ich kenne Leute, damit füttern die Kühe. Das wollte nicht mal ich essen. So, jetzt aber mal von dem ganzen Rumgeheule weg. Das sind die Sachen, die noch im Gewächshaus sind. Das Gewächshaus ist an für sich leer. Das sind jetzt noch Kohlrabis, kleine Sonnenblumen, Wirsing und Salat. Und das Gewächshaus wird jetzt die Tage noch
gefüllt mit Tomaten und Gurken. Jetzt mal von dem Gewächshaus und von dem Beet weg. Hier seht ihr ja das Vogelhäuschen. Sieht schon ganz schön mitgenommen aus. Und ihr werdet es nicht glauben, es ist Nachwuchs drin. Und ich habe nicht gerüttelt oder sonst irgendwas gemacht. Das ist immer so die Uhrzeit, wo sie sich melden. Ich denke mal, da werden sie gefüttert. Echt herrlich zu hören. Ich lasse ganz in Ruhe jetzt, weil die Eltern, die sitzen hier im Baum drin immer. Ich will sie ganz in Ruhe lassen, ich will sie gar nicht groß stören. Ja. Gatterrundgang. Weiter geht's im Beet. Die Erbschen, die haben sich auch so gut gemacht. Ja? Seht ihr hier, das sind diese blauen, die ich ausgesät habe. Die haben echt, ich würd sogar sagen, da ist jedes einzelne Korn, was ich ausgesät habe, aufgegangen. Die Samen hatte ich von Dürr. Ich mache keine Werbung oder sonst irgendwas. Ich blende es auch unten nochmal ein, dass es keine Werbung ist. Aber Hut ab, top Saatgut. Gegensatz zu Kiepenkerl, muss ich auch ganz ehrlich sagen. A, enttäuschend. B, schaut mal, was aufgegangen ist. Nicht eine Pflanze. Nicht eine verdammte. Ich habe beinahe was gesagt, Pflanze. An was es gehangen hat, weiß ich nicht. Ich habe mich nach Packungsanleitung gehalten. Und von daher sehe ich jetzt den Fehler nicht gerade bei mir, sondern bei Kiepenkerl. Irgendwas ist da schief gelaufen, ich weiß es nicht was. Aber egal, Fehler passieren jedem. Vielleicht war es Saatgut, auch man sagt zu alt, das weiß man ja nicht. Ja. Unter dem Netz sind die Kohlrabis, da blende ich euch ein Bild ein. Ich würde das jetzt kurz filmen. Die wachsen auch, ja. Und des Weiteren würde ich mal sagen, das war der Gatterrundgang Mai 2020. Ich verliere jetzt doch noch mal ein paar Worte über das neue Gewächshaus hier. Vielleicht stelle ich euch mal kurz hier hin. Richte euch hier rüber. Man soll auch auf Aufnahme drücken. Oh. Gut, also. Kurzes Wort hier zu dem Gewächshaus. Das Gewächshaus ist entstanden, weil die Kinder gern Gurke essen. Die essen so viel Gurke, da könnte ich die Märkte für mich selber schaffen lassen. Ist ein bisschen übertrieben gesagt, ich weiß, aber die Idee kam eigentlich so, dass meine Frau mich gefragt hat, ob ich nicht auch Gurken im Garten anbauen könnte. Und dann habe ich dann darauf geantwortet, ja, geht, gar kein Thema, mache ich auch sofort. Nur dann muss aber das Gewächshaus vergrößert werden. Gesagt, getan, Balge geholt, Bretter geholt. Ich hatte noch Farbe da und Wellblechdach, nee, wie nennt sich das? PVC-Wellplatten. Und ja, habe dann das Ding hier zusammengezimmert. Pfosten sind einbetoniert, ne? Also erstmal ein ganz kleines Spatenbreite Fundamente gemacht, zwei Stück, schön tief, hab dann da Bettung rein, Fixbettung, ne? Wo du dann nur mit der Gießkanne drauf kippst und steckst deinen Stab von den Hülsen rein und dann wird das fest. Deshalb, wo das fest geworden ist, habe ich dann erstmal alles gestrichen, hab dann das Grundgerüst eigentlich auch schon stehen gehabt. Das Dach habe ich erst auf die Latten aufgeschraubt und habe es dann mit meiner Frau drüber gehoben. Und ich wollte halt, dass das Dach einen Überstand hat. Jetzt mal gerade das Gewächshaus zu. Kann ich
euch nämlich zeigen, was ich meine. Dass das einen Überstand hat auf dieses Dach, damit es hier in die Rinne fließen kann und kann mir hier ins Fass laufen. Das war mir halt wichtig. Und die Höhe war mir auch wichtig, dass ich A, hier drin stehen kann, ne? Und B, es groß genug ist für 4 Pflanzen. Ja, ich hoffe, die Gurken überleben jetzt die Nacht, weil wie gesagt, wir sind mittendrin, Eisheilige. Ich werde sie jetzt hier auch nochmal mit dem Vlies abdecken, in der Hoffnung, sie fliegen mir nicht kaputt. Ich hol's gerade mal das Vlies. So, das lege ich jetzt erstmal hier zusammen. Man hat halt einfach zu viel Angst, dass seine Arbeit, die man sich macht, innerhalb von ein paar Stunden kaputt ist. Deshalb wartet man immer nach der Eisheilige und setzt alles raus, was frostempfindlich ist. Danach kann nichts mehr passieren eigentlich. Ja. Bei den Kürbissen mache ich jetzt nichts. Wenn da einer abstirbt, pflanze ich sofort neu aus. Und nun folgen noch mal ein paar Bilder von meinem Gewächshausbau. Und die Frau haben natürlich auch mitgeholfen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Gartenrundgang, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ganz viele Grüße an alle, die neu dazugekommen sind und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.